FM1 aktuell. Die News aus der Region Aargau-Solothurn. Heute mit dem Adrian Remund. 20. April, ich begrüße Sie zum Aktuell. Heute unter anderem mit diesen Themen. Schutzengel, ein Brandmelder rettet in einem Pärchen zu Grenich ein Leben. Wer mit dem Gedanken spielt, in seinem Haus einen Brandmelder zu montieren, hat nach folgendem Bericht ein Argument mehr dazu. Das Grenichen brennt vorgestern oben ein Einfamilienhaus. Die Bewohner verlieren dabei fast alles, bleiben aber unverletzt. Dank einem Brandmelder. Peter Ripstein und Philipp Ammann. Es ist ein trauriger Anblick für Roger Weiss. Heute Morgen findet der 47-jährige Hausbesitzer im Garten ein völlig verkohltes Fotoalbum. Das sind Erinnerungen, hä? Es ist das einzige Gruppenfoto von seiner RS als Minenwerfer. Also die Sachen, die kommen noch nicht mehr zurück. Also jetzt sind eigentlich die einzigen Erinnerungen, die ich am Kopf habe. Das ist das Backup. Wenn es noch da ist und solange es noch da ist, habe ich das noch. Aber sonst ist es einfach die Foto, ja. Es ist Samstag oben um die 7 Uhr, wo das Feuer im Einfamilienhaus von Roger Weiss und seiner Frau zu Grenichen ausgebrochen ist. Das Paar war in der Stube am Fernsehen schauen, wo plötzlich im oberen Stock gerade 3 Rauchmelder auf das Maul losgegangen sind. Und dann bin ich schauen und dann bin ich auf den Brand aufmerksam geworden. Eigentlich. Und das ist sehr schnell gegangen. Das Feuer ist nach erster Erkenntnis wegen einem Glimmbrand beim Kömi entstanden. Hätte das Paar schon geschlafen und wären keine Rauchmelder installiert gewesen, hätte das Feuer oder vor allem der Rauch können tödlich sein. Wir wären nicht rausgekommen, ich bin fast überzeugt, wir wären nicht rausgekommen, wenn die nicht gewesen wären. Also wir hätten das nicht spät gemerkt, wir wären nicht rausgekommen, glaube ich, nein. Wegen einer leichten Rauchvergiftung musste Roger Weiss ins Spital. Mittlerweile ist er wieder auf den Beinen und kümmert sich um die Versicherungen. Wohnen tut er vorübergehend bei Verwandten. Die Solidarität ringsum ist überwältigend. Wir sind von Nachbarn, von Freunden, von Verwandten, Bekannten gut behütet untergekommen. Ob man das Einfamilienhaus vom Paar noch retten kann, ist zurzeit noch nicht klar. Der Dachstock ist komplett zerstört und im unteren Stock ist wegen dem Wasser alles einsturzgefährdet.